Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich. Und wisst ihr, was wir schon echt lange nicht mehr hatten? Genau, ein Simpsons-Spiel. Also schauen wir heute mal in das mit einem sehr, sehr schlechten Ruf behafteten Spiel Simpsons The Bart's Nightmare rein. Ja, ich würde mal sagen, genug der langen Vorräte. Simpsons-Spiele der Zeit sind ja eigentlich zu 90% eher nicht ganz so gut, sage ich mal. Mal gucken, wie sich das Ganze hier spielt. Okay, also. Plopp. Ich glaube, das ist hier so eine ganz berühmte Szene, die immer wieder gezeigt wird. Diese Straßenszene. Okay, was können wir? Wir können springen. Wir können... Ja. Oh, okay. Die Briefkasten, die sind fies. Gucken wir mal. Aber wenn man weiß, was die machen, kann man eigentlich relativ gut ausweichen, weil sie immer dasselbe machen. Ja. Ja, auf die Straße gehe ich mal lieber nicht. Denn durch den Bus überfahren zu werden, macht, glaube ich, nicht so viel Spaß. Okay. So. Muss ich jetzt irgendwas machen? Und wieso ist das Haus der Simpsons im Hintergrund als Loop? Sehr seltsam. Also. Ah, ich bin hier drauf gesprungen. Also, grafisch sieht zumindest thematisch einigermaßen passend aus, würde ich sagen. Aber irgendwie. Da bin ich doch drüber gesprungen. Bin ich jetzt so halb tot oder? Der hüpft so komisch. Okay. F, ja, das war nicht gut. Es ist in seiner... Ach, ich kann auch nach rechts gehen. Okay. Muss ich jetzt irgendwie darüber springen, dass sie zu Sachen werden und die dann einsammeln? Weil ich habe jetzt gehört, oder man weiß es ja, dass da diese, dass es diese Minispielchen da gibt, die das eigentliche Spiel sind. Und ich nehme an, die muss ich ja irgendwie freischalten. Mache ich das so? Das wäre aber langweilig. Da bin ich doch drüber gesprungen. Habt ihr es gesehen? Voll unfair. Ja, aber... Spannung ist echt anders, würde ich sagen. Also Steuerung ist schon irgendwie etwas seltsam. Grafisch würde ich ja nichts sagen. Das ist... Da bin ich doch drüber gesprungen. Was geht hier ab? Hä? Wenn ich in die Richtung drücke, in der das Skateboard fährt, dann falle ich da runter und verletze mich? Hä? Was muss ich hier machen? Also gerade selbst erklären ist das ja nicht. Wie muss ich doch in diese komischen Minispielchen hinkommen? Da bin ich doch drüber gesprungen. Verdammt nochmal. Ich meine, dass es schwer ist, okay, aber das ist so ein langweilig schwer, nenne ich es einfach mal. Gott. Ja, ich bin doch gesprungen. Okay, ich habe hier noch einen anderen. Da bin ich doch drüber gesprungen! Mann! Also ich weiß, ich kann ja natürlich jetzt auch auf vollkommen der falschen Fährte sein. Oh,
ich wollte gerade sagen, wenn man so einen Flow hat, dann kommt man da eigentlich ganz gut drüber. Mann! Da bin ich jetzt aber wirklich drüber gesprungen. Was muss ich hier machen? Ich kapier's echt nicht. Ich kapier dieses Spiel nicht. Oh, meine Sprachsamples, die klingen einigermaßen vernünftig. Oh, ich würde sagen, noch ein letzter Versuch, aber ich wollte eigentlich jetzt zumindest so ein Minispiel irgendwie euch mal zeigen. Weil ich diese Oberwelt, die ist ja eigentlich nur Staffage oder die, ne? Also ihr wisst, was ich meine. So. Da habe ich aber noch nicht mal ansatzweise berührt. Noch nicht mal ansatzweise. Knöpfe. Ah, okay, ich kann hier auch den Bildschirm so ein bisschen. Da bin ich doch drüber gesprungen. Also, wenn diese Hitbox nicht ansatzweise ganz so scheiße wären, dann würde das sogar einigermaßen gehen hier. So, ich fahre jetzt mal Skateboard. Das Skateboard ist eine Falle, oder? Komm. Das hat irgendwie so gar kein erkennbares Ende. Ich sammle hier die ganze Zeit diese Scheiße hier ein. Und ich weiß nicht wofür. Hier musst du doch irgendwo Stellen geben. Wo ich diese Minispiele starten kann. Ich versuche noch einmal das Skateboard. Ich recherchiere nur mal kurz, damit wir immer einmal ein Minispiel sehen. Wir machen einen kurzen Cut. Bis gleich. Okay, man muss auf diese Blätter anscheinend springen. Okay, gut. Das hatte ich jetzt nicht so im Kopf. Mal gucken, ob es sich lohnt. Also, da ist so ein Blatt. Aber ich finde, man denkt eher, dass diese Blätter Deko sind. Wie soll man darauf kommen? Oh Gott. Sieht jetzt schon mal nicht so spannend aus. Muss ich jetzt irgendwie an die Eier rankommen? Anscheinend. Das kam plötzlich. Kay. Okay. Und schon wieder. Okay, mal gucken, ob wir noch ein weiteres Blatt finden. Also das Minispiel war schon mal seltsam. Ja, mein Gott, ey. So. Ich bin ja... Also diese Hitboxen. Schlimm. Und dieses Springen. Okay, nur ein Versuch. Ich weiß, es ist, mag nervig sein, aber es macht einfach keinen Spaß zu spielen von der Steuerung her und so weiter. Komm, komm, so. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch eine Seite finden und vielleicht ein anderes Spiel. Dass wir zumindest mal zwei Minispiele gefunden haben. Da ist eins. So. So. Jetzt gehen wir mal in die rechte Tür rein. Mal gucken, was uns da erwartet. Und? Itchy und Scratchy, ja! Okay, ich muss hier weglaufen.
Also das Hauen ist sehr... Fühlt sich komisch an, sagen wir mal. Ach, das war's. Man weiß gar nicht, wie man hauen soll. Es ist so beschissen. Ich sag euch. Ja, wo treffe ich dich denn? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, wenn man es jetzt einmal weiß, ist es primitiv geworden. Ja, der hat einen Flammenwerfer. Wie fair ist das denn? Staubsauger? Was? Ich will die Waffe da. Keine Ahnung, was das ist, aber es scheint eine Schusswaffe zu sein. Das ist schon mal cooler. Ich weiß nicht. Es ist... Egal, was jemand wendet und dreht, es macht einfach keinen Spaß. Und deswegen... Leute, ich glaube, ihr verzeiht mir... Ah, jetzt habe ich den. Aber es trotzdem... Ihr seht's ja. Nach oben? Ach so. Wollte gerade sagen, wir machen jetzt mal kurz Schluss, aber machen wir das eine Spiel mal ein bisschen. Aber warum Staubsauger? Ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht. Die Steuerung allgemein ist halt sehr seltsam. Grafisch, technisch, Musik, will ich nichts sagen, ist okay. Jetzt kein super Spitzen... Kandidat, aber okay. Jetzt stehe ich einfach so. Voll spannendes Spiel. Hey, ich hab's geschafft. Oder auch nicht? Wieso will ich denn jetzt diesen blöden Dings hier wieder haben? Es lohnt sich einfach nicht. Meine lieben Zuschauer, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ich bin auch gerade irgendwie ganz schockiert, wie Mist das war. Und ich verkacke jetzt gerade vor die Abmoderation, merke ich gerade. Aber danke, dass ihr reingeschaltet habt, ihr fantastischen Menschen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut!